Liebe Lehrende, im Modul Mein Unterricht des Schulportal Hessen haben Sie neben der Protokollierung von Unterrichtsinhalten, Anwesenheiten und Leistungen auch die Möglichkeit, Abgaben für Ihre Lernenden einzurichten. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie eine solche Abgabe einrichten und welche Einstellungsmöglichkeiten Sie dabei haben. Loggen Sie sich im Schulportal Hessen ein und klicken Sie auf die Kachel Mein Unterricht, die sich in der Regel unter Organisation befindet. Klicken Sie auf die Kursmappe der Lerngruppe, für die Sie eine Abgabe einrichten möchten. Im Fenster Neuer Eintrag tragen Sie das Datum und die Schulstunden ein, sofern diese nicht bereits automatisch aus dem letzten Eintrag hinterlegt sind. Sie können den Arbeitsauftrag zur Abgabe im Feld Hausaufgaben notieren oder als Anhang, zum Beispiel in Form eines PDF-Dokuments, hochladen. Wie das geht, zeige ich Ihnen gleich noch. Um eine Abgabe von den Lernenden einzufordern, aktivieren Sie dieses Häkchen. Geben Sie das Datum der letztmöglichen Abgabe ein. Nach Ablauf dieser Frist können die Lernenden keine Dateien mehr hochladen. Wenn die hochgeladenen Abgaben für alle Lernenden des Kurses sichtbar sein sollen, können Sie dies hier einstellen. Standardmäßig sehen aber nur Sie selbst und gegebenenfalls Lehrende, denen Sie die Kursmappe freigegeben haben, die Abgaben aller Lernenden. Nun können Sie den Eintrag mit dem gelben Button speichern oder mit Klick auf den hellblauen Button Dateien anhängen, die den Lernenden zum Download zur Verfügung gestellt werden. Dies ist für die Einstellung einer Abgabe aber nicht unbedingt nötig. Klicken Sie zum Upload in das graue Feld und wählen Sie die gewünschten Dateien aus. Klicken Sie abschließend auf Speichern. Alle angelegten Einträge finden Sie im Reiter Historie. Hier können Sie Ihre Einträge auch nachträglich bearbeiten und weitere Einstellungen zur gerade angelegten Abgabe treffen. Klicken Sie dazu auf den gelben Button. Der zeigt Ihnen übrigens auch an, wie viele Lernende bereits etwas hochgeladen haben. Auf dieser Seite können Sie zusätzliche Einstellungen zur Abgabe tätigen. Prinzipiell lassen sich alle Punkte mit dem Bleistiftsymbol bearbeiten. Angefangen vom Titel, über den Zeitraum der Abgabe und einem Hinweistext für die Lernenden oder Sie selbst, bis hin zu verschiedenen Einstellungen zur Art der Abgabe. Sie können hier einstellen, ob die Lernenden mehrere oder nur eine einzelne Datei hochladen können. Solange die Frist noch nicht abgelaufen ist, können Lernende prinzipiell beliebig oft eine neue Datei hochladen. Sie können hier aber auch einstellen, dass die Abgabe nur ein einziges Mal erfolgen kann. Die Sichtbarkeit der Abgabe kann hier ebenfalls erneut geändert werden. Zudem ist es möglich, die Abgabe auf bestimmte Dateiformate, zum Beispiel Präsentationsdateien oder Fotos, zu beschränken. Wählen Sie hier die gewünschten Formate aus. Nachdem Sie alle Einstellungen getätigt haben, können Sie hier zurück zur Kursmappe gelangen. Um die Abgaben Ihrer Lernenden abzurufen, klicken Sie ebenfalls auf den gelben Button in der Historie. Hier werden Ihnen unterhalb der gerade gezeigten Einstellungen alle Abgaben zum Download angezeigt. Klicken Sie auf eine Datei, um diese herunterzuladen. Sie können hier aber auch alle Dateien auf einmal herunterladen und auf Ihrem PC oder mobilen Endgerät speichern. Welche Feedback-Möglichkeiten Ihnen an dieser Stelle zur Verfügung stehen, zeige ich Ihnen in einem weiteren Video. Und noch ein Hinweis zum Schluss: Die Dateien Ihrer Lernenden werden 30 Tage nach Ablauf der Frist automatisch gelöscht. In der Übersicht aller Abgaben werden Sie aber rechtzeitig darauf hingewiesen. Und nun viel Spaß bei der Arbeit mit dem Schulportal Hessen und bis gleich!